Hallo, in dem Video heute möchte ich euch zeigen, wie man Fliesenfugen zum Beispiel in der Dusche richtig versiegeln und auch imprägnieren kann. Das ist in dem Fall ganz wichtig, damit die gegen Feuchtigkeit ein bisschen geschützt werden, sonst grauen die irgendwann aus oder werden auch recht schnell porös, die Fugen, und sehen nach einer gewissen Zeit nicht schön aus. Oder aber es kann auch davor schützen, dass Feuchtigkeit in der Wand eintritt. Gerade bei älteren Duschen, in älteren Häusern, wurde noch keine Schutzmatte hinter die Fliesen gelegt. Das heißt, die Fliesen wurden meistens direkt an die Wand angebracht. Und da kann man, indem man die Fliesenfugen dann versiegelt, auch die Wand vor Feuchtigkeit schützen. Bevor wir mit dem Versiegeln von der Fliesenfuge anfangen, ist es erstmal wichtig, dass wir die Fugen richtig reinigen. Und zwar muss ich dafür einfach einen ganz normalen Schwamm nehmen. Und ich nehme in meinem Fall dann kaltes Wasser und spüle erstmal die Fugen richtig ab. Und werde die Fugen dann richtig reinigen. Und zwar schrubbe ich dann richtig den Dreck auch aus der Fuge raus. Das ist ganz wichtig. Also es sollten keine Fett-Kalkreste mehr in der Fuge drin sein, weil sonst würdet ihr das mit versiegeln und dann sieht es für immer nicht gut aus. Aus dem Grund ganz wichtig, vorher richtig sauber machen. Ja, wenn ihr das gemacht habt, ich werde die Duschkabine jetzt putzen. Wenn man das gemacht hat, muss man das Ganze wieder trocken machen. Wichtig ist auch, dass dann die Fliesenfugen richtig trocken sind, damit man halt auch nicht die Feuchtigkeit mit versiegelt. Ja, wenn ihr die Fugen und die Fliesen richtig geputzt habt und das auch alles wieder richtig durchgetrocknet ist, kann man zum Imprägnieren bzw. zum Versiegeln kommen. Dazu habe ich mir einfach mal ein bisschen was abgefüllt hier in einem Eimer. Ich zeige euch das mal, wie das ausschaut. Das ist also so eine milchige Flüssigkeit, die ich nun mit einem normalen Schwamm, das kann der gleiche Schwamm sein, wie wir vorhin benutzt haben, auf die Fliesenfugen auftrage. Dazu tauche ich einfach meinen Schwamm hier ein bisschen drin ein und fahre jetzt hier mit dem Schwamm in den Fliesenfugen nach und versiegle das Ganze so nach und nach damit ein bisschen. Ich versuche möglichst nur die Fliesenfuge zu treffen. Wenn ich hier so ein bisschen drüber komme, ist das nicht so wild. Das kann ich nach gut 8 Stunden dann einfach mit Wasser wieder abspülen und nach ca. 2 Tagen, also 48 Stunden, so sagt es jedenfalls der Hersteller, kann ich auch mit ganz normalen Badreiniger, Reinigungsmittel wieder die Fliesen sauber machen und dann kann ich auch die kleinen Rückstände an der glatten Fliesenfläche mit abwaschen. Ja. So gehen wir jetzt für das ganze Badezimmer vor. Wir müssen jetzt also die kompletten Fugen alle somit behandeln. Und wenn wir das gemacht haben, lassen wir das wie gesagt eintrocknen. Bis 8 Stunden sollte man das nicht mehr benutzen, die Dusche dann. Also nicht mit dem Wasser drüber, über die Fuge, weil ihr sonst das Imprägnierungszeug wieder rauswaschen würdet. Also solltet ihr 8 Stunden lang warten, bevor ihr hier wieder mit Wasser rumschmiert. Und 48 Stunden halt warten, bis man das Ganze wieder sauber macht. Ja, das war's auch schon. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.